Eine ganz praktische Frage. Was ist Gottes Wille konkret für seine Kinder? Wir haben in vorigen Videos darüber gesprochen, was das bedeutet, Kind Gottes zu sein und was für eine Segnung das ist. Aber dann stellt sich auch die Frage, nun gut, ich bin jetzt Kind Gottes, ich freue mich darüber, aber was ist denn konkret Gottes Wille für mich? Und es gibt einige Bibelstellen, die uns ganz konkrete Hinweise dazu geben, was Gott möchte von seinen Kindern. Ich möchte einmal vier davon vorstellen und fange an mit Philipper 2. Da steht in Vers 15, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. Paulus schreibt an die Philipper, Gott möchte eine bestimmte Verhaltensweise sehen bei euch, weil ihr seine Kinder seid. Und das Stichwort hier ist Himmelslichter. Er sagt, lebt untadelig und als unbescholtene Kinder Gottes. Also untadelig, das heißt, man kann uns nichts nachsagen. Natürlich bedeutet das nicht, dass jemand vollkommen fehlerfrei ist, aber wir sollen uns nicht zu Schulden kommen lassen. Wir sollen unbescholten sein. Und Paulus vergleicht das dann, das finde ich sehr schön, dass er sagt, dass wir unter diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht scheinen wie Lichter. Und die Anmerkung sagt, wie Lichtträger oder Sterne oder manche geben es wieder mit Himmelslichtern. Der Hintergrund ist also ein schwieriger. Wir leben in einer Welt, in der göttliche Maßstäbe nicht gelten. Deshalb sagt Paulus ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Und vielleicht war das noch nie zutreffender als heute, weil heute so bewusst und so massiv versucht wird, alles auf den Kopf zu stellen, was Gott an Ordnung gegeben hat. Sei es die Ordnung in der Schöpfung oder was auch immer, wir merken, wie auch Gesetze geändert werden und wie es sich immer mehr dahin entwickelt, dass biblische Maßstäbe vollkommen umgekehrt werden. Und jetzt sagt Paulus, was tut ein Kind Gottes in der Umgebung? Und unsere Aufgabe als Kind Gottes ist nicht, das alles aufzuhalten, das können wir nicht. Aber er sagt, ihr könnt eins tun, ihr könnt Licht abgeben. Denkt mal an die Sterne. Was macht ein Stern? Er zieht seine Bahn unbeirrt und er gibt Licht, und zwar himmlisches Licht. Den Menschen auf der Erde ist es überlassen, ob sie dahin schauen zu den Sternen oder ob sie sich gar nicht dafür interessieren. Aber wer Orientierung sucht, kann zu den Sternen schauen und dann bekommt er Orientierung. Auf der Erde ist vielleicht viel Lärm, viel Ablenkung, da ist vielleicht zuweilen großes Chaos, Kriege, was auch immer. Der Stern ist unbeirrt davon, er zieht von der Erde aus gesehen seine Bahn. Und Paulus sagt, so sollen Christen sein, so sollen Kinder Gottes sein. Sie halten das Geschehen auf der Erde nicht auf, aber sie sind da, verbreiten Licht, geben Orientierung. Und er sagt, das könnt ihr tun, indem ihr euch abhebt durch ja einen ehrlichen Lebensstil, den er hier untadelig nennt und ja Leben als unbescholtene Kinder Gottes. Ich komme zu einem zweiten Punkt, den Gott uns ganz klar sagt und gehe jetzt in den Brief an die Epheser. Da findet man eine Aufforderung, die einem auf den ersten Blick so etwas den Atem raubt, weil man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass Gott das von uns möchte und für möglich hält. Epheser 5, Vers 1: Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir freuen uns darüber, aber wenn Gott uns jetzt sagt, wir sollen ihn nachahmen, wie kann das von einem Menschen verlangt werden? Gott ist so groß und wie könnten wir ihn irgendwie imitieren? Ich gehe nochmal zurück in unseren Anschauungsunterricht in die Familien auf der Erde und da kennen wir das eigentlich ganz gut. Das ist ganz natürlich, dass Kinder ihre Eltern beobachten und sie imitieren. Und die Eltern freuen sich darüber, meistens. Wenn gute Dinge imitiert werden, freuen die Eltern sich darüber. Und das ist das, was Gott uns vorstellt. Aber er sagt uns etwas dabei. Als
Geliebte Kinder. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir haben schon gesehen in einem vorigen Video, wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir auch die Natur bekommen, die Gott uns schenkt, diese neue Natur. Und die neue Natur kann lieben und deshalb kann sie Gott imitieren. Das heißt ja weiter hier, und wandelt in Liebe. Auf den ersten Blick würde man sagen, die Latte ist so hoch gehängt. Den Maßstab kann niemand einhalten, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Aber Gott sagt, ich frage euch nicht, das zu tun, bevor ihr eine Natur bekommen habt, die es kann. Und als geliebte Kinder, das heißt, ihr habt die Natur, aber ihr habt auch diese Liebe erfahren. Und wenn man im Genuss dieser Liebe lebt, dann hat man den Wunsch, den Gott zu imitieren, der uns so viel Liebe gezeigt hat, ja in Jesus Christus, der, wie es hier heißt, sich selbst für uns gegeben hat. Also, ordentlicher, ehrlicher Wandel, Licht abgeben wie Himmelslichter. Zweitens, Gott nachahmen als geliebte Kinder. Ein dritter Punkt folgt kurz nachher in Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wir haben gerade über die Liebe gesprochen. Jetzt kommt dieser zweite Charakterzug oder Wesenzug Gottes zum Tragen. Paulus sagt, ihr seid auch Kinder des Lichts. Gott ist von beidem geprägt, von der Liebe, die ausgeht zu uns, die uns rettet, aber auch von dem Licht, das alles offenbart, wie es ist, das bloßgestellt hat, dass wir Rettung brauchten. Beides geht zusammen. Und Gott sagt, das möchte ich auch bei meinen Kindern sehen. Ich möchte, dass sie in Liebe wandeln, aber ich möchte auch, dass sie Kinder des Lichts sind, dass sie dem Licht entsprechen, dass sie transparent sind, dass sie so leben, dass man merkt, sie wissen, dass sie im Licht sind, dass alles offenbar wird. Und sie versuchen nicht, Dinge zu verbergen. Sie versuchen, gemäß dem göttlichen Licht zu handeln. Wandelt als Kinder des Lichts. Ganz kurz noch einen vierten Punkt. Und dieser vierte Punkt, das ist vielleicht der höchste Aspekt dessen, was Gott von seinen Kindern möchte. Es ist auch ein Punkt, der zusammenfasst, was er von uns möchte. Ich lese dazu aus Kapitel 4. Den Vers 24, indem ihr angezogen habt, den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben den neuen Menschen angezogen. Paulus spricht von einem alten Menschen und einem neuen Menschen. Der alte Mensch, das ist sozusagen unsere alte Identität, unser Dasein als natürliche Menschen, wie wir vor Gott gestanden haben und Gott konnte uns dann nur verurteilen. Und wir wissen aus dem Römerbrief, der alte Mensch ist gekreuzigt mit Christus. Und es heißt hier in Epheser 4, Vers 22, dass wir den alten Menschen abgelegt haben mit all seinen Eigenschaften. Jemand hat das mal so erklärt, der alte Mensch kombiniert sozusagen alle negativen Eigenschaften, angefangen von Adam und Eva über Kain und über alle Menschen und alle bösen Charakterzüge, die es gegeben hat, die alle zusammengenommen, das ist unser alter Mensch. Das ist übrigens nicht persönlich mein und dein alter Mensch, sondern wir haben im Prinzip alle denselben alten Menschen. Und jetzt sagt Paulus, ihr habt den abgelegt und ihr habt den neuen Menschen angezogen. Und das Schöne ist, was jetzt dieser neue Mensch ist. Das ist natürlich nicht Christus als Person, aber es hängt doch mit ihm zusammen. Es sind seine Eigenschaften. Es ist Christus charakteristisch gesehen. Das heißt, wenn wir den neuen Menschen anziehen, dann sehen die Menschen um uns herum etwas von dem Herrn Jesus. Ich glaube, wir können gut verstehen, warum das Gottes Wille ist für uns. Als der Jesus auf der Erde war, da hat sich der Himmel über ihm geöffnet. Gott konnte nicht anders sozusagen. Er musste etwas mitteilen davon, wie viel Wohlgefallen, wie viel Freude er gefunden hat an diesem vollkommenen Menschen auf der Erde. Und jetzt ist Christus nicht mehr hier. Er ist im Himmel. Aber Gott möchte, dass dennoch etwas von Christus gesehen wird. Und vielleicht sagst du,
Naja, das kann man ja nachlesen in der Bibel, wie Christus war. Dann sollen die Menschen das doch lesen. Aber das Problem ist ja, im Allgemeinen tun sie das nicht. Aber sie lesen die Gläubigen. Sie lesen unser Verhalten. Sie wissen oft sehr gut, wie wir denken. Und je mehr wir in unserem Leben etwas zeigen von dem Herrn Jesus, desto mehr sehen sie diesen neuen Menschen. Abgesehen davon ist es natürlich das, was Gott Freude bereitet. Es bereitet ihm immer Freude, seinen Sohn zu sehen. Und es bereitet ihm auch Freude, etwas von seinem Sohn zu sehen in den Gläubigen. Also vier Dinge, die Gott von uns wünscht. Und ich glaube, ein Kind Gottes ist umso glücklicher, je mehr es diese Verhaltensweisen tatsächlich auch umsetzt in der Praxis. Und dazu lese ich zum Schluss noch einen Vers aus Johannes 14, der das zeigt. Wenn wir gehorsam sind, wenn wir diesen Wünschen Gottes für seine Kinder entsprechen, dann werden wir viel mehr genießen, dass wir Kinder Gottes sind und dass der Vater uns liebt. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ich fange mal an mit dem Punkt in der Mitte. Der wird von meinem Vater geliebt werden. Gilt das denn nur dann, wenn wir ganz artige Kinder sind? Wenn wir genau dem Willen Gottes entsprechen, wenn wir genau gehorsam sind. Natürlich liebt der Vater uns immer. Aber der Punkt ist, wir genießen es viel mehr, wenn wir gehorsam sind. Das kennen wir auch aus dem natürlichen Bereich. Ein Kind, das gerade etwas ausgefressen hat, das weiß genau, es steht etwas zwischen ihm und dem Vater oder der Mutter. Es kann nicht den Eltern in die Augen blicken. Es kann sich nicht freuen in der Nähe der Eltern, weil da etwas zwischen ihnen steht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann genießt es die Nähe zu dem Vater, zu der Mutter. Und das ist der Punkt hier. Der Jesus sagt, ja, wenn ihr meine Gebote haltet, das ist so der Test, das ist das Zeichen dafür, dass ihr mich wirklich liebt. Und wenn das der Fall ist, ja, wenn ihr so lebt, wie es meinem Willen und dem Willen des Vaters entspricht, dann steht da, der wird von meinem Vater geliebt. Der kann im Genuss dieser Liebe leben und sich sozusagen darin sonnen. Und dann kommt noch eine Konsequenz. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das ist der Weg, um mehr über den Herrn Jesus zu lernen, um ihn besser kennenzulernen, um zu wachsen in der Erkenntnis seiner Person. Natürlich hilft es, wenn man die Bibel liest, aber er sagt, da gehört noch etwas zu, nämlich dass ich mich offenbare, dass ich mich euch zeige. Und das kann ich eben gerade dann tun, wenn ihr im Einklang mit dem Willen des Vaters lebt, wenn ihr gehorsam lebt. Ich glaube, das ist Ansporn, dieser Genuss der Liebe Gottes und die Aussicht, dass der Herr sich uns immer mehr zeigt, dass wir wachsen können in seiner Erkenntnis.